Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Mist Survival. Heute, da möchte ich mich auf den Weg zur anderen Mine machen. Und da möchte ich vorher noch ein, zweimal Fleisch mitnehmen. Und den ganzen Kram, den ich jetzt nicht direkt in der Hand brauche, einfach mal hier reinlegen. Gut. Waffe. Hat Schuss. Das zweite Waffe hat auch Schuss. Und Bug lege ich auf die 4. Gut. Ich hoffe, das Auto legt sich jetzt nicht aufs Dach. So, die andere Mine, die sollte ja seit dem letzten Update eigentlich eine Veränderung erfahren haben. Und die will ich mir heute mal anschauen. Und jetzt fällt mir gerade ein, dass ich den ganzen Kram, den ich gerade in den Kopf gesteckt habe, eigentlich vor Ort brauche. Schlau gelöst. Super schlau gelöst. Naja, wenn ich bei der Mine angekommen bin, pack ich ihn halt wieder in die Hand. So. Jetzt muss ich davon an dem Banditencamp vorbei. Also auf dem Weg zu der Mine gibt es einige Banditencamps, die man... Ja, hier ist Stockholm sehr schön umfahren muss. Das erste haben wir jetzt umfahren. Das zweite müsste jetzt auf der rechten Seite kommen. So. Da ist es. Nicht schießen, ihr Trottel. So. Und jetzt müsste ich noch über so ein paar Schienen drüber und an der Stadt vorbei. So war das, glaube ich. Hier sind die Schienen. Und rechts von mir müsste die Stadt sein. Und ich habe mich verfranst. Ich habe mich verfranst. War hier nicht früher eine Mine? Also ohne Flachs war hier nicht früher die Mine? War die Straße schon immer hier? Dann komme ich da rüber. Ja, ich komme hier rüber. Toll. Weiß aber gar nicht, ob ich hier sein soll. Schick, wirklich. Autsch, tat weh. Okay. Okay. Entweder ich habe mich total verirrt. Oder total geirrt, besser gesagt. Die Mine war immer ganz woanders. Aber eigentlich dachte ich, ich musste dazu an der Stadt vorbeifahren und dann die Straße runter. Haben die das wohl abgeändert? Ich gucke mir jetzt mal hier die Gegend an. Vielleicht finde ich sie ja per Zufall. Sehr merkwürdig. Ich dachte immer, die wäre dort. Das hier kenne ich auch noch nicht. Ach so. Ob die vielleicht bei der Stadt drin ist? Am anderen Ende der Stadt? Das ist merkwürdig. Ich dachte eigentlich immer, war die Mine, die zweite, die sie da eröffnet haben, direkt bei der Stadt. Und die haben die jetzt umplatziert. Könnte natürlich auch sein. Weil da, wo sie war, dachte ich, hätte gerade einen Schatten gesehen, fand ich sie eigentlich immer so ein bisschen fehlplatziert, weil die Straße, die endete mit dem Eingang der Mine. Ich gedacht habe, das ist doch ein bisschen blöd. Aber okay. Wie gesagt, eigentlich dachte ich immer, hier wäre die Mine gewesen.
Mach es mal anders. Ich folge mal den Gleisen in die Richtung und das Spiel weiter stockdur werden. Das ist aber Ärger. Nee, hier ist auch Dead End. Ist ja merkwürdig. Okay, dann gehe ich jetzt nicht in die Mine, sondern gehe in die Stadt und gucke mich dort ein bisschen um. Irgendwann muss ich mal rausfinden, wo die zweite Mine abgeblieben ist. Weil eigentlich war die immer dort. So. Gut. Dann dürft ihr hier alle wieder rein. Und wir gehen in die Stadt. Bisschen Shop. Da muss ich noch aufpassen. Hier gibt es Banditen. Irgendwas an der Stadt verändert. Weiß es nicht. Da vorne läuft schon der erste Bandit. Diesen Haustyp hier, den kenne ich schon. Ich habe ja mal gesagt, dieses eine Haus, das betrete ich noch nicht, weil ich das als das schwierigste Haus überhaupt empfinde mit den ganzen Zombies. Das ist genau dieser Haustyp hier. Geht nämlich auch nach links rein und da häufen die sich immer und immer in dem Moment, wenn du um die Ecke biegst, greifen sie an. Sie warten richtig darauf, dass du um die Ecke biegst. Oh. Viele Konserven. Gefällt mir schon mal. Und eine Zigarette. Ja, wer es braucht. Zack, zack. Ja, alles schön mitnehmen. Ja, ich weiß echt nicht, warum hier immer Kohle rumliegen muss. Ist nie so ganz verstanden. Warum? Mitten in der Hut liegt Kohle rum. Hier gezündelt oder was? Schwebt ihr in der Luft oder was? Magic. Flaschen. Keller finde ich bestimmt in den Koffer. Wo ich eigentlich gar keinen Koffer mehr brauche. Ich habe so viele Koffer. So viel Zeug sammle ich nie und nimmer. Never ever. Ist auch merkwürdig, dass hier kein Vieh ist. Oh, Motor. Das ist schön. Gut. Gut, gut. Mitten in diesem total verrapschten Keller, da steht dieses Bett. Und sieht aus wie neu.
Oh, oder so eine Kiste. Eine Kiste ist auch schick. Revolver? Sehr schön. Ja, dann mal alles hier rein. Und dann mal Kiste mit raus, wa? Stelle erstmal hier ab. Können auch mal die Waffe wegstecken. Hier ist eh kein Vieh. Und ein Koffer. Kiste und Koffer. Das ist doppelt schick. Mach's Licht aus. Was ist denn jetzt? So. Oben schauen, nicht, dass hier ein Dieb in der Nähe ist. So. Und ein Koffer mehr für mein Auto. So ein Shit. Würdest du die Güte besitzen? Entschuldigung, Stimme ist noch ein bisschen. Was machst du da? Warum sind da jetzt zwei Koffer? Gut, richtig. So koffermäßig können wir langsam mal lassen. Wirklich, ganz im Ernst. Komme an die unteren Koffer gar nicht mehr ran. So viel Koffer habe ich schon. So, du bist mir da lieber. Eine schöne Militärkiste für zu Hause. Ich habe so die Vorahnung, dass es nicht der letzte Koffer ist, den ich hier finde. Deswegen stelle ich sie mal oben drauf. So, warte mal. Ich esse mal eins von denen. Und dann muss ich noch mal diesen ganzen Krimskrams noch ablegen. Und trinke, bis ich genug habe. Sehr schön. So, hier da rein. So. Kostbar habe ich ja noch einen. Fleisch habe ich nur dabei für den Fall, dass ich mich hier irgendwo einschließen muss, weil wir Zombies unterwegs sind. Wenn es Nacht wird oder so, dass ich immer eine Notfallration dabei habe. Was ich auch mal mache. Ich speichere mal. Deckung gehen. Ich glaube, an der Stadt haben sie auch was geändert.
doch immer am Startpunkt, war doch hier immer dieses Motel. Komm schon. Drüben war immer, zu Beginn war immer dieses Motel. Das hier, so nur ein bisschen abgewandelt mit Parkplatz davor und sowas. Aber wie man sieht, ist es immer noch genauso gut gefüllt wie damals. Ist nichts drin. Muss nur auch vorsichtig sein. Gegen die Herren Banditos. Die Stadtstreife. Sehe keinen. Das ist schon mal schick. Wow, eine Cola. So ziemlich abgelaufene Cola. Komm schon. Traut der Stelle ja nicht so ganz. Gibt auf jeden Fall schön viele Autos zum Zerschrotten. Aber ich ahne, es sind noch einige Banditen hocken. Schön füllen. Jeder Liter zählt. Und ab jetzt habe ich einen Generator zu Hause, den möchte ich auch langsam mal befüllen. Gute Beute. Ein Kofferraum ist eine sehr gute Beute. Endlich mal was auf der Rückbank. Gut. Ich höre Viecher. Sind hoffentlich alle oben. So Duct Tape, dass man nicht aufbiegen kann. Oh, aber Gier. Gier ist gut. Oben sind schon mal Viecher. Nee, halt, habe ich das schon kontrolliert? Schick. Weiß gar nicht, ob es diese Art Haus, ja, ob die neu ist. Nee, das ist neu. Dieses Design gab es vorher noch nicht, diese Küche. Schnieke, Schnieke. Jetzt habe ich hier überall Koffer und Taschen und sowas. Furchtbar. Die will ich alle mitnehmen.
weil ich euch nichts gönne. So. Naja, mit euch meinte ich übrigens die Banditen. Nicht die Zuschauer. So. Koffer nehmen wir schon mal mit. Ich überlege gerade, ob ich nicht lieber hier parke. Bisschen näher dran. Oh. Ist zu weit da hinten. Nee. Ich parke ein bisschen näher dran. Fällt mir ein. Kann ich eigentlich. Sieht kacke aus, ich weiß. Aber von Anfang reicht das. So. Zack. So ist schick. Wollen Colas, die behalte ich mal an der Hand. Nicht, weil ich sie unbedingt brauche. Warte mal, machen wir es mal so. Aber die verderben so schnell. Die möchte ich nicht einlagern. Sind sie dann unnötig verbraucht worden. So kann ich sie wenigstens schnell trinken. So. Weil wenn ich schon mal hier bin, mache ich die ganzen Autos kaputt. Alles meins. Nur mal nach vorne gucken. Nicht, dass da irgendwo ein Bandit kommt. Wäre ungünstig. Schön kaputt machen, schön kaputt machen. Vor allem, da ist eine brennende Tonne da vorne. Wenn ich das richtig sehe. Irgendjemand muss die ja dahingestellt haben. Das ist hier herrlich. Richtig schön viele Autos zum Zerkloppen. Ach, wunderbar. Die Stadt wird geplündert. Hier auch mal ein schönes Erlebnis. Also das Spiel habe ich noch nicht aufgenommen. Haben sich mal Zombies und Banditen bekriegt. Also zumindest haben die Banditen die ganze Zeit in die Richtung der Zombies geschossen. Die standen die ganze Zeit doof in so einem halb verbackten Haus rum, wo alle Gegenstände in der Luft schwebten. Und ich konnte mich schön gemütlich von hinten anschleichen und jeden von den Banditen messern. Die haben das gar nicht realisiert. Die haben die ganze Zeit in die Richtung von den Zombies geschossen. Und ich stand da und habe die Situation ausgenutzt. So. Aber ich würde sagen. An dieser Stelle war es das erstmal für die heutige Folge. Ich danke vielmals fürs Zuschauen, wünsche einen fantastischen Tag und verabschiede mich. Ciao!